Die Einführung des offenen Spannrings durch Legler und Witschel 1993 erwies sich für die Kataraktchirurgie als sehr hilfreich. Viele Spannringvariationen wurden daraufhin für spezielle Indikationen entwickelt. Spannringe werden bevorzugt intraoperativ bei kompromittierter Zonula zur Reduktion der weiteren Zonula-Belastung implantiert. Die meisten Spannringe bestehen aus PMMA, sind somit rigide, offen und einstückig. Bei der Spannringimplantation kommt es durch die führende Öse zu einer Belastung und Dehnung der Zonula-Fasern im Kapselsackäquator. Dies kann bei der Kapsel-Spannringimplantation an der Verziehung sowie Verschiebung der Kapsularexis in Richtung der Öse gut gesehen werden. In seltenen Fällen kommt es zu einer Abscherung der Zonula-Fasern im Implantationsbereich bzw. Zug im gegenüberliegenden Zonula-Bereich. Die Zonula-Fasern werden bei der Implantation des Spannrings sowohl tangential als auch im gegenüberliegenden Bereich belastet. Im ungünstigsten Fall führt dies zu einer Dislokation des gesamten Spannrings in den Glaskörperraum, was die Explantation erschwert. Der Kapselsackdurchmesser ist intraoperativ mindestens 10,2 mm groß. Nach langjähriger Entwicklungszeit konnte durch eine einzigartige Materialkomposition ein geschlossener, faltbarer Spannring wie auch Knickring entwickelt werden. Dieser geschlossene, faltbare Ring besteht aus 16 Segmenten, die abwechselnd aus PMMA-Stücken und HEMA-Interponaten mit 28% Wasseranteil bestehen. Die steifen PMMA-Stücke sind blau gefärbt, mindestens 0,2 mm dick und weisen eine nach innen gerichtete seitliche Übergangszone auf. Dies verleiht dem Ring eine gute Eigensteifigkeit und Formgedächtnis. Auch die Widerstandskraft gegenüber dem Kapselsack-Schrumpfungsdruck von außen wird erhöht. Die HEMA-Interponate sind dicker und in der Mitte etwas verjüngt, um die Faltbarkeit und Flexibilität des Ringsystems zu garantieren. Die Ringe haben eine doppelte, scharfkantige Randgestaltung, die eine 360-Grad-Barriere zur Nachstarreduktion bereits in der Kapselsackperipherie ermöglichen soll. Die Ringe können mittels Pinzette oder auch allen derzeit kommerziell verfügbaren Injektorsystemen implantiert werden. Ein spezielles Implantationssystem ist nicht erforderlich. Mit dem Präzisionsmessinstrument für Mikroinzisionen nach Dick wird bei 2,75 mm breiter kornealer Tunnelinzision ein geschlossener Knickring mit 10,2 mm Durchmesser direkt in den Kapselsack implantiert. Die Ringe sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und befinden sich in einer wasserhaltigen Aufbewahrung. Die hohe Vergrößerung zeigt die scharfkantige anterior- und posteriore Randgestaltung. Der Knickring ist 0,7 mm und der Spannring 0,5 mm hoch. Hierdurch wird einem Kontakt von Vorderkapselblatt mit der Hinterkapsel entgegengewirkt und so der Kapselsack offen gehalten. Eine Kapselsackfibrose wurde so deutlich reduziert. Der Ring entfaltet sich aufgrund des Formgedächtnisses in der Regel ohne zusätzliches Manöver. Durch Doppelfaltung oder ein zweites Instrument intraokular kann die Entfaltung des Rings der jeweiligen individuellen Situation angepasst werden, sodass sich der Ring noch gleichmäßiger von innen nach außen entfaltet. Für die Implantation der Ringe ist Viskolastikum in dem Implantationssystem nicht erforderlich, es vermeidet aber das Auftreten von Luftbläschen bei der Implantation. Wird der Ring langsamer implantiert,
trifft der Ring bogenförmig geöffnet auf den gegenüberliegenden Kapselsack-Äquator. Nach über 100 Ringimplantationen mit 6 Monaten Nachbeobachtungszeit wurden keine Komplikationen wie Einwandsbeulung oder erhöhte Entzündungsreaktionen beobachtet. Die Kapselsackschrumpfung war im Vergleich zur Implantation eines rigiden, offenen Spannrings signifikant reduziert. Durch die Implantation eines geschlossenen Rings ist ein vorbestimmter Kapseldurchmesser erreichbar, was im Hinblick auf rotationsstabile torische oder individualisierte Intraokularlinsen interessant erscheint. Der geschlossene Kapselknickring wurde selbst über einen Mikroinzisionsinjektor mit 1,4 mm Innenlumendurchmesser problemlos implantiert. Über das gleiche Injektorsystem wurde nachfolgend in allen Fällen auch die Intraokularlinse implantiert. Die minimale Belastung des Kapselsacks durch den faltbaren Ring verdeutlicht die Miyake-Apple-Sicht. Vorteile dieses Systems sind eine verminderte individuell ausrichtbare Kapselsackbelastung intraoperativ, eine 360-Grad-Nachstarreduktion, ein zirkuläres Offenhalten des Kapselsacks aufgrund der seitlichen Höhe, ein verminderter Nachstar, eine geringere Vorderkapselfibrose für eine gute Fundusvisualisierung der Netzhautperipherie und eine gleichmäßige Kapselsackausspannung. Diese Faktoren sollten zu einer weiteren Verbesserung unserer chirurgischen Ergebnisse nach Kataraktchirurgie und damit zum gesteigerten Wohlergehen unserer Patienten beitragen.